Ja, ich beginne heute. Erstmal herzlich willkommen im Karl-Liebknecht-Haus. Janine Wisse und ich werden heute die Pressekonferenz zusammen bestreiten, wie Sie ja auch schon sehen. Es ist ja nicht zu übersehen und ich freue mich sehr, dass es auch mal wieder gelingt. Zunächst, wir haben vergangene Woche ein Papier veröffentlicht, den Kompass neu ausrichten. Wir haben als beide Parteivorsitzende dem Parteivorstand der Partei Die Linke ein Papier vorgelegt, wie wir uns die nächsten Schritte in der Aufarbeitung unserer Wahlniederlage vorstellen. Unser Ergebnis zu den Bundestagswahlen macht ja ziemlich glasklar, dass wir jetzt etwas Neues auf den Weg bringen müssen, dass etwas Neues kommen muss und dass wir nicht zu den politischen Antworten zurückkehren können, die wir in der Zeit des Widerstands gegen die sozialen Folgen der Nachwendetransformation oder gegen die Agenda 2010-Politik verwendet haben. Und uns ist natürlich auch sehr klar und sehr deutlich, dass wir als eine linke Partei auch in der Situation mit der Ampel, mit einer sich verändernden Gesellschaft natürlich auch uns als Partei verändern müssen, um nicht nur als Korrektur im Sozialen gegenüber SPD und Grünen wahrgenommen zu werden. Was jetzt vor unserem Land liegt, ist eine gigantische Aufgabe. Ich kann nur sagen, dass der schnelle ökologische Umbau vor allem auch ein soziales Fundament braucht, eine soziale Geborgenheit. Und da kann man wirklich aus dem Osten lernen. Vielleicht mal als Beispiel, wenn man im Osten Transformation hört, dann denkt eine ganze Generation nicht an Solardächer oder an Windräder oder an Wasserkraft, sondern denkt zuerst an die brutale soziale Entwurzelung in der Nachwendezeit. Wer also ökologisch etwas ändern will, braucht soziale Sicherheit. Da kann man aus dem Osten lernen, was es bedeutet, sich umzustellen, was es bedeutet, eine ganze Generation, eine ganze Gesellschaft in diesen Veränderungsprozess mitzunehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir in Klartext mit uns selbst gehen müssen. Unser Papier wirft auch viele Fragen auf, die wir jetzt noch nicht beantworten können. Wir haben aber vor, durchaus zum Bundesparteitag 2022 in Erfurt erste Antworten geben zu können und einen breiten Prozess aufzustellen, wie wir eine moderne, linke, schrägstrich sozialistische Partei in dieser Bundesrepublik werden können. Das bedeutet auch, dass wir natürlich als Linke schneller lernen müssen, einander auch zu kommunizieren und klarer zu kommunizieren und dass wir nicht immer nur versuchen, die Köpfe zu erreichen, sondern auch Herz und Bauch. Insofern ist das Strategiepapier von uns beiden ein Anfang eines Prozesses, uns neu aufzustellen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, dann schließe ich da an. Wir haben eben dieses Papier, den Kompass neu ausrichten, gemeinsam jetzt über doch einige Wochen miteinander diskutiert und zu Papier gebracht, haben es auch am Wochenende im Parteivorstand diskutiert. Und es ist ein Diskussionsangebot an die Mitglieder der Partei, weil uns natürlich vollkommen klar ist, wir haben ein desaströses Bundestagswahlergebnis erlebt und wir müssen natürlich das in aller Offenheit auswerten und wir müssen Schlüsse ziehen, wie es weitergeht für die Linke und welche Konsequenzen wir auch daraus ziehen. Und nun ist es so, dass wir eine andere politische Situation haben. Wir haben jetzt seit letzter Woche die Ampel. Wir haben seit 16 Jahren einen sozialdemokratischen Kanzler. Und wir sagen ganz klar, die Linke wird gebraucht. Sie wird gebraucht, um die Leerstellen, die die Ampel hat, um gerade dort auch als konsequente Oppositionspartei im Bundestag den Finger in die Wunde zu legen. Das heißt also die ganze Frage Kampf gegen Armut. Das reicht eben nicht, Hartz IV umzubenennen. Nein, man muss es auch überwinden. Wir brauchen eine Anhebung der Regelsätze und zwar deutlich, gerade auch angesichts der galoppierenden Inflation, die wir erleben. Wir müssen über die Frage der Umverteilung sprechen und da ist doch vollkommen klar, wer sich weigert, die wirklich Reichen und Vermögen in diesem Land stärker zu besteuern, wie es die Ampel tut. Und das Thema Vermögenssteuer war ja schon abgeräumt, bevor man überhaupt ernsthaft in die Sondierung gegangen ist. Wenn man das
nicht bereit ist, wirklich auch ernsthaft umzuverteilen, dann versündigt man sich an den Menschen, die angewiesen sind auf eine soziale Infrastruktur, die wenig Geld haben, die jeden Tag darum kämpfen, über die Runden zu kommen. Und damit hat sich die Ampel genau dem beschnitten, was sie selber propagiert, was sie gerne wäre, nämlich eine Koalition der Modernisierung, ja, weil genau diese Zukunftsinvestitionen, dafür braucht man Geld und dafür braucht man Investitionen. Und wenn man sagt, die Schuldenbremse, die ist unantastbar und gleichzeitig darauf verzichtet, eine andere Steuerpolitik zu machen, dann ist das genau das Problem, dass man die notwendigen Investitionen nicht finanzieren kann. Wir als Linke sind der Meinung, wir brauchen massive Investitionen. Und gerade die Corona-Krise hat doch gezeigt, wo auch die Missstände sind. Ja, im Gesundheitssystem, beim Pflegenotstand, bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Ja, das wird man nicht mit privaten Investitionen machen können. Dafür brauchen wir massive öffentliche Investitionen. Auch für den Bereich Klimaschutz, Kampf gegen Armut, Digitalisierung. All dafür brauchen wir eine Umverteilung von Reichtum. Und dafür wird die Linke sich in den nächsten Jahren auch im Bundestag und auch außerhalb sehr stark machen. Die Linke, und das ist die neue Situation auch für uns, ist jetzt die einzige linke Opposition. Also es ist, wir sind die Einzigen, die Druck von links auf die Ampel machen können. Und das finde ich auch dringend notwendig, auch um an Wahlversprechen zu erinnern und auch um die ja jetzt auch durchaus paar positiven Aspekte, die jetzt im Koalitionsvertrag sind, dass man die eben auch wirklich da Druck macht, dass das schnell umgesetzt wird. Also wir wollen Druck machen für eine soziale, für eine ökologische, für eine friedliche Politik und durchaus auch größer gedacht, die Welt steht an einem Scheideweg. Entweder wir überwinden den fossilen Kapitalismus oder die Lebensgrundlagen werden unwiederbringlich zerstört. Und deshalb können die politischen Antworten von heute eben nicht die Antworten sein des 20. Jahrhunderts. Und deswegen müssen wir als eine moderne Linke auf der Höhe der Zeit auch Antworten geben auf die heutigen Krisen in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt. Und wir sind der Überzeugung, ja, technologische Investitionen sind richtig und notwendig. Aber wir dürfen doch nicht dem Markt überlassen, für Klimaschutz zu sorgen. Wir müssen auch ein klares staatliches Eingreifen und auch eine Veränderung der Macht- und Eigentumsstrukturen. Und deswegen brauchen wir natürlich eine politische Organisierung, Flankierung dieser sozial-ökologischen Transformation, die jetzt ansteht, damit nicht der Profit bestimmt, sondern die Bedürfnisse der Menschen und der natürlichen Lebensgrundlagen. Und in dieser Situation eben brauchen wir weniger Markt und wir brauchen mehr Demokratie. Wir wollen Freiheit, Menschenwürde und ein soziales Fundament zusammenbringen. Und unser Anspruch ist es natürlich auch als Parteivorsitzende gemeinsam mit dem Parteivorstand Die Linke in eine neue Zeit zu führen. Wenn die Welt sich verändert, dann muss auch natürlich Die Linke sich verändern. Und dann müssen wir eben auch Antworten, sozialistische Antworten geben auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir sind der Meinung, wir sollten vielfältig bleiben, wie die Linke ist, und verschiedene Gruppen, verschiedene Milieus ansprechen. Aber wir wollen vielfältig sein, aber nicht vielstimmig. Und den Eindruck haben wir in letzter Zeit viel zu häufig hinterlassen. Wir wollen neues Vertrauen schaffen bei den Wählerinnen und Wählern. Und deswegen schlagen wir auch inhaltlich vor, dass wir in den nächsten Jahren als moderne Gerechtigkeitspartei das Thema Pflege nach vorne stellen und Gesundheitsversorgung, keine Zweiklassenmedizin und eine gute Ausstattung der Krankenhäuser, das Thema bezahlbares Wohnen und Mieten, aber eben auch die ganze Frage des sozial-ökologischen Umbaus, gute Arbeit und Transformation. Wir wollen eine Mitgliederoffensive und die vielen Neueintritte, die wir seit der Bundestagswahl haben, darauf aufbauen, damit die Linke stärker wird und eine stärkere Verankerung der Linken vor Ort, weil wir wissen, dass wir jetzt die Möglichkeit und die Chance haben, aber es ist eben kein Automatismus, die Linke neu aufzustellen nach dieser Wahlniederlage und dann eben auch in den nächsten Jahren gestärkt wieder bei Wahlen abzuschneiden. Dann mache ich weiter und will vielleicht ein paar Sätze noch zur aktuellen Corona-Situation sagen. Die Inzidenz stagniert oder geht leicht zurück, aber wir sehen ja, dass die Zahl der Toten
noch immer ansteigt oder auf hohem Niveau ist. Und das zeigt ja auch, dass die Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, nicht ausreichend sind, um jetzt die vierte Welle zu brechen oder gar auf die neue Virusmutante, die eben auch einzudämmen. Deswegen haben wir ja auch in der Debatte im Parteivorstand gesagt, was eben dringend auch notwendig ist, ist sowas wie eine solidarische Notbremse, dass wir Kontakte reduzieren, dass wir Ansteckungsorte vermeiden. Und das muss natürlich einhergehen mit einem sozialen Ausgleich von Maßnahmen. Aber natürlich sind wir in großer Sorge, was diese Zahlen angeht. Wir müssen das Boostern dringend beschleunigen, vor allem auch durch die mobilen Impfteams und durch die Wiedereinrichtung von Impfzentren, aber natürlich auch die Impflücke schließen der Menschen, die noch immer ungeimpft sind. In dem Zusammenhang will ich vielleicht sagen, dass wir natürlich auch die Bilder gesehen haben vom Wochenende, von den Demonstrationen, die wo die zum Teil gewaltsam waren, wo teilweise Rechtsradikale Parolen skandiert haben, wo es zu doch schockierenden Bildern gekommen ist. Und ich finde wichtig, hier eine ganz klare Grenze zu ziehen. Natürlich ist nicht jeder Ungeimpfter, geht es nicht um eine Verurteilung von Ungeimpften pauschal, überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen nicht geimpft sind. Und wir müssen alles daran setzen, dass es besser wird. Aber wir wollen deutlich sagen, dass wir sehr besorgt sind angesichts der Bilder, dass Rechtsradikale und Neonazis zum Teil dort auf die Straße gehen und angesichts dieser Proteste, die wir natürlich klar verurteilen, in großer Sorge sind, gerade weil es im Moment natürlich auch angesichts der Pandemielage so schwierig ist, auch den Gegenprotest dagegen zu organisieren in dieser Situation und es wichtig ist für uns, da ein klares Zeichen gegen Recht zu setzen. Dann mache ich jetzt den letzten Punkt aus unserer Sicht. Die Linke wird im Bundestag in der jetzigen Legislatur den Vorsitz für den Ausschuss übernehmen können, der unter anderem Klima- und Energiefragen bearbeitet. Damit hat sich der Parteivorstand am Samstag sehr intensiv befasst. Und ich will von wegnehmen, dass wir deutlich kritisieren, dass es Unterschriftensammlungen gegen Mitglieder unserer Fraktion gibt, gegen Mitglieder unserer Partei, weil sie offenbar für einige nicht geeignet sind, politische Verantwortung in diesem Feld zu übernehmen. Das haben wir auch gerade als Janine Wisser und ich sehr deutlich gemacht, dass wir politische Differenzen durchaus diskutieren können, auch bei der Besetzung von Ämtern, und dass es auch trotzdem immer darum geht, diese Entscheidungen in innerparteilichen Willensbildungsprozessen zu verhandeln, aber nicht öffentlich und nicht über Kampagnen, Webseiten und Ähnliches. Der Parteivorstand ist der Auffassung, dass natürlich einer Person dieses Zukunftsthema auch als Ausschussvorsitzende oder Vorsitzender begleiten soll, der dieses Thema sehr gut verkörpern kann. Allerdings ist das nicht die Aufgabe des Parteivorstandes, sondern ist es jetzt an der Fraktion und an der Fraktionsspitze, hier eine Entscheidung herbeizuführen und dabei die öffentliche, aber auch die innerparteiliche Diskussion zu berücksichtigen. Wir werden morgen in der Fraktion wahrscheinlich eine Entscheidung zu diesem Thema bekommen. Das ist alles, was wir Ihnen heute sagen können. Insofern noch einmal deutlich, wir weisen jegliche öffentlichen Kampagnen auch gegen Klaus Ernst zurück. Zu Nachfragen, Herr Bochow, bitte. Genannt. Ich hatte mich erst gewundert, dass Sie es geschafft haben, die ganze Zeit den Namen nicht zu nennen. Können wir das hier so verstehen, dass der Parteivorstand unglücklich darüber ist, dass Klaus Ernst für diesen Ausschuss vorgesehen ist? Es war ja relativ deutlich, dass es eine massive Unterschriftensammlung, Webseiten gegen die Besetzung des Ausschusses mit Klaus Ernst gibt, auch aus von Mitgliedern des Parteivorstandes. Das haben wir aber sehr solidarisch miteinander besprochen. Insofern können Sie das so verstehen, dass Janine und Wisse und als auch der Parteivorstand und ich gegen diese Form der politischen Auseinandersetzung deutlich Haltung bezogen haben. Bitte schön. Ich hätte eine Frage zum Nachtragshaushalt, den die Ampel ja jetzt vorlegen will. Da geht es ja doch um
ja, sehr große Summen. Halten Sie diese Verwendung des Nachtragshaushaltes, dass man jetzt Gelder, die für Corona-Hilfen eigentlich vorgesehen waren, jetzt in andere Dinge investiert, halten Sie das für verfassungsmäßig? Und wenn nicht, haben Sie vor, dagegen vorzugehen? Ja, also es macht halt das Problem deutlich, auf was ich auch eben hingewiesen habe, nämlich dass der Versuch, auch ein Stück weit die Schuldenbremse zu umgehen, halt dazu führt, dass es immer Schattenhaushalte gibt, dass es Sondervermögen, dass es Sonderhaushalte gibt. Ob wir dagegen vorgehen, das ist, muss man beraten. Aber ich finde, es macht das Problem sehr deutlich. Und ich komme ja selber aus Hessen, wo es gerade ein Urteil des Verfassungsgerichts, also des Hessischen Staatsgerichtshofs, gegeben hat, dass das Sondervermögen der schwarz-grünen Landesregierung für verfassungswidrig erklärt hat, weil man dort eben das Haushaltsrecht des Parlaments verletzt hat, indem man 12 Milliarden Sondervermögen aufgelegt hat zur Bekämpfung von Corona. Und aus diesem Sondervermögen sind natürlich auch, ähnlich wie Sie es jetzt gesagt haben, auch Maßnahmen finanziert worden, die jetzt nicht unmittelbar was mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Also ich finde, es macht eben genau deutlich, was das Problem ist. Nämlich, man sagt, die Schuldenbremse soll eingehalten werden, man will keine Steuererhöhung, man braucht Geld. Also was macht man? Man macht eben, und das ist ja auch der Versuch der Ampel, was ja im Koalitionsvertrag schon nachlesbar ist, Gesellschaften zu gründen. Also bei der Autobahn haben wir das ja auch in der vergangenen Wahlperiode schon erlebt. Und man versucht eben Schattenhaushalte und Sondervermögen aufzunehmen. Wir halten das für hochproblematisch. Ja? Also wir halten das deshalb für hochproblematisch, weil das natürlich das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt und weil dann eben nicht mehr in offenen und transparenten Verfahren und Parlamentsabstimmungen entschieden wird. Es sind alles letztlich Ausweichmanöver, um die Schuldenbremse formal einzuhalten und solche Regelungen zu finden. Von daher kann ich es nachvollziehen, dass Regierungen in ihrer, also dass, wenn man etwas investieren will, dass man dann solche Sondervermögen schafft. Ich kann es nachvollziehen, wenn man das, aber auch anders als auf der Landesebene, könnte man an der Bundesebene halt was selber verändern an der Einnahmesituation. Und deswegen wäre es so dringend notwendig zu sagen, zur Bekämpfung oder zur Finanzierung jetzt auch der hohen Kredite, die über Corona ja entstanden sind, eine einmalige Vermögensabgabe. Aber natürlich brauchen wir die Vermögenssteuer, wir brauchen eine andere Besteuerung von hohen Einkommen. Und das ist ja auch versprochen worden im Wahlkampf, dass es darüber auch eine Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen gibt. Alles das kommt nicht. Und das wäre die richtige und die notwendige, das wäre der richtige und der notwendige Umgang damit. Frau Frühhoff, bitte. Ich weiß, Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass der Ausschussvorsitzende Ihrer Meinung nach sich auch mit dem Thema Klima in den letzten Jahren profiliert haben, sollte sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sollte die viel diskutierte Personalie Klaus Ernst. Hat er das Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren ausreichend getan? Kann ich kann Ihnen nur sagen, das ist eine Entscheidung, die Fraktion, die morgen treffen wird. Und ich gehe davon aus, dass die Fraktionsvorsitzenden als auch die Fraktion sehr verantwortlich mit der Debatte. Ich habe das Mikro nicht an, nochmal. Okay, nochmal. Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass wir eine sehr intensive Debatte geführt haben und dass ich davon ausgehe, dass die Fraktion als auch die Fraktionsvorsitzenden sehr verantwortlich diese Debatte berücksichtigen und morgen eine Entscheidung getroffen wird. Gibt es weitere Fragen? Nochmal. Sie haben, glaube ich, vorhin gesagt, dass dort viele Fragen aufgeworfen sind und die ersten Antworten auf dem Parteitag in Erfurt gegeben werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Parteitag im Juni. Ist es nicht ein bisschen spät für erste Antworten? Die ersten Antworten bestehen ja auch darin, dass man sich zuerst die richtigen Fragen stellt, beziehungsweise überhaupt Fragen stellt. Und ich glaube, man könnte so weitermachen wie bisher. Das Papier konstatiert, dass wir nicht so weitermachen wollen wie bisher. Wir sind gerade dabei, oder wir arbeiten ja auch schon seit einer ganzen Weile daran, faktisch Fragen beantwortet zu bekommen. Wir sind auch diese Woche wieder in einer großen Mitgliederkonferenz, um die Mitglieder zu hören. Wir reden mit den Landesvorsitzenden, wir reden mit gesellschaftlichen Akteuren, um zu erfahren, warum die Partei Die Linke
tatsächlich über unsere Ahnung hinaus und unser geglaubtes Wissen hinaus bei 4,9% gelandet ist. Dass wir natürlich dazu auch einen Neuaufbau unserer Parteistrukturen in Ost als auch West brauchen, dass wir eine neue Kommunikation auf den Weg bringen müssen, dass wir stärker werden müssen, auch in unserer politischen Arbeit im Bundestag als auch in den Landesverbänden. Das ist alles klar. Aber auch da stellen wir uns eher noch Fragen, wie wir das denn erreichen, weil wir uns diese Fragen ja auch nicht den ersten Tag stellen. Und insofern finde ich sogar, und auch das steht ja in unserem Papier, dass wir ein Jahr in eine schonungslose Analyse von uns selbst gehen, dass wir diese Zeit haben, dass wir diese Zeit brauchen, um es tatsächlich bis 2025 besser zu machen als im Jahr 2021 zur Bundestagswahl. Und da bin ich eher für Gründlichkeit als für Schnelligkeit. Und wir sind eine sehr mitgliederorientierte Partei. Wir wollen die demokratischen Prozesse natürlich auch führen. Wir wollen die Gespräche führen. Und deswegen denke ich, ist Erfurt im Juni, was bedeutet, dass wir faktisch im April erste Papiere dafür auf den Weg bringen müssen, um auf dem Parteitag entscheiden zu können, halte ich nicht für zu viel Zeit. Herr Jahn, bitte. Nochmal zu dem Papier. Zwei Fragen. Erstens, Sie haben gesagt, es ist intensiv diskutiert worden am Wochenende. Möchten Sie uns darüber mehr sagen? Vielleicht auch eine Tendenz. Erstens. Zweitens die Frage, so ist es ja jetzt ein Papier von Ihnen beiden. Mhm. Wäre es, und was ja viele Fragen aufwirft, wäre es nicht hilfreich, wenn der Parteivorstand zum Beispiel dazu auch ein Votum abgegeben hätte, sonst steht das ja so allein. Wollten die nicht? Wollten Sie das nicht? Wollte das gar keiner? Das wäre jetzt noch so eine Frage. Und vielleicht noch hinterher, wenn Sie sagen, man müsse Dinge anders machen, gibt es für dieses wir müssen es anders machen und nicht die Antworten aus der Agenda-Zeit geben, eine Mehrheit im Vorstand? Ja, also es war nicht geplant, dass es dazu in irgendeiner Form Votum des Parteivorstands gibt, sondern es ist jetzt mal eine Diskussionsgrundlage von Susanne und mir in unserer Verantwortlichkeit als Parteivorsitzende. Das hatte der Parteivorstand im Übrigen auch angeregt oder auch sehr begrüßt, dass es eine solche Diskussionsgrundlage gibt. Aber ein Votum war da jetzt nicht angedacht, weil insofern dann hätte man ja Änderungsanträge und also über so viele Seiten, das kann man jetzt nicht einfach so abstimmen. Intensiv diskutiert meint, dass das wirklich einen größeren, also auch viel Raum eingenommen hat bei der Parteivorstandssitzung am Samstag. Und ich darf jetzt mal vielleicht so sagen, ohne aus internen Sitzungen jetzt, also das Papier ist relativ, würde ich sagen, erstmal im Grundstruktur und im Vorhandensein als wohlwollend diskutiert worden. Also das wirklich so gut wie, ja, ich glaube, alle, die sich zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, zumindest ist das eine vernünftige Grundlage. Und dann gab es eben an der einen oder anderen Stelle ein paar kritische Punkte, ein paar Ergänzungen oder dass eben auch gesagt wurde, was weiß ich, an der Stelle hat es noch ein zu hohes Abstraktionsniveau, man müsste das konkreter diskutieren. Es gab auch die eine oder andere inhaltlichen Punkte, ja, wo gesagt wurde, also das könnte man noch ein bisschen stärker beleuchten und das habt ihr vielleicht ein bisschen zu wenig drin gehabt. Aber es war einfach eine gute Debatte jetzt entlang des Papiers, aber natürlich auch grundsätzlich zur Situation, zu den Herausforderungen der Linken. Und ich glaube, dass vor allem klar ist, dass wir natürlich vieles von dem, auch was Sie eben angesprochen haben, von dem, was da jetzt drinsteht, natürlich konkretisieren müssen. Ja, wir tun das jetzt auch mit Blick zum Beispiel auf die Frage sozial-ökologischen Umbau, wo wir jetzt nochmal auch deutlich profilschärfend Dinge auch nochmal formulieren wollen. Aber wie gesagt, ein Votum dazu war nicht geplant, wollte auch niemand und das war jetzt weder von uns gewünscht, noch vom Parteivorstand, sondern es ist eine Möglichkeit, also es ist ein Debattenbeitrag, um jetzt in die Diskussion zu gehen. Und da sah ich uns auch als Parteivorsitzende in der Verantwortung nach dieser Wahlniederlage mal zu sagen,
wo sehen wir die Partei eigentlich und was haben wir vor? Und was die konkreten Punkte angeht, die ich ja auch genannt habe, also die Frage Pflege, die Frage Mieten, die Frage sozial-ökologischen Umbau, Mitgliederoffensive, stärkere Verankerung vor Ort. Also ich sage jetzt mal, diese konkreten Punkte, da bestand meinem, also ohne dass wir es jetzt abgestimmt haben, aber da habe ich doch eine große Übereinstimmung im Parteivorstand wahrgenommen, dass das vielleicht nicht ausschließlich, aber dass das zumindest eine ganz gute Grundlage ist, auch für die nächste Woche. Uns erreichen diverse Fragen online. Frau Hofmeier von der Welt fragt, sollte es, also mit Bezug auf den Ausschussvorsitz, sollte es Herr Ernst werden? Welche Erwartungen haben Sie an ihn und seine Arbeit? Unter anderem hat er ja Kritik am Wahlkampf geäußert und empfand diesen als zu grün. Zweite Frage von ihr, wäre es ein zufriedenstellender Kompromiss aus Sicht des Parteivorstandes, wenn Herr Ernst zwar den Ausschuss besetzt, aber nicht klimapolitischer Sprecher wird? Ich kann es ja nur noch mal sagen, das ist Aufgabe der Fraktion, das zu entscheiden. Die Fraktion wird das verantwortungsbewusst tun und das, was die Fraktion entscheidet, das werden wir morgen sehen. Herr Ratsch von der dpa fragt zum Thema Impfen. Wie bewertet die Linke den Start von Kinderimpfungen in dieser Woche? Kannst du? Naja, ich kann Ihnen sagen, dass ich für meinen Sohn, der ist 7 Jahre alt, einen Impftermin gebucht habe. Insofern bin ich froh, dass wir endlich auch persönlich froh, dass wir endlich Kinder impfen können gegen Corona. Aus meiner Sicht hat das viel zu lange gedauert. Das hätten wir schon viel eher in Größenordnung machen können. Ich hoffe, dass die Impfungen für Kinder wesentlich koordinierter, schneller und umfangreicher stattfinden, als das für uns Erwachsene der Fall war. Insofern muss man mal schauen, was jetzt die Impfantwort noch auf Omikron ausmacht. Aber für den Schutz unserer Kinder ist es enorm notwendig, jetzt auch unsere Kinder impfen zu lassen. Herr Boch, bitte. Ja, weil wir gerade beim Impfen sind, wie ist denn Ihre aktuelle Meinung zu einer allgemeinen Impfpflicht? Ich glaube, in der Vergangenheit hieß es immer, dass man erstmal alle anderen Sachen ausschöpfen müsse und dann könne man darüber nachdenken. Aber es haben ja auch in anderen Parteien Politiker ihre Meinung zu diesem Thema geändert. Wie ist da Ihre aktuelle Haltung? Und eine zweite Frage, die damit gar nichts zu tun hat, sondern wiederum mehr mit Ihrer Partei. Wäre es schlimm für die Linkspartei, wenn der Mitgliederentscheid der Linken in Berlin negativ ausgehen würde? Soll ich was zu... Also, der Parteivorstand hat in der vergangenen Woche durchaus ja unter anderem neben vielen anderen Corona-Maßnahmen auch beschrieben für sich und entschieden für sich, für eine allgemeine Impfpflicht als Ultima Ratio einzutreten. Insofern hat sich innerhalb von 10 Tagen, 14 Tagen da unsere Haltung auch nicht verändert. Die Debatte steht im Moment nicht an. Die Linke im Bundestag hat sich zum Infektionsschutzgesetz ja enthalten, unter anderem wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Insofern der Parteivorstandsbeschluss steht zu einer allgemeinen Impfpflicht. Da müsste Ihre Frage jetzt eigentlich mit beantwortet sein. Ja, vielleicht kurz zu Berlin. Also die Linke in Berlin hat ja gemeinsam mit SPD und Grünen diesen Koalitionsvertrag verhandelt und die Verhandlerinnen und Verhandler für die Linke haben dort ja wirklich darum gekämpft, da die soziale Gerechtigkeit, das Thema Wohnen und Miete, also all die Fragen, die wir auch im Wahlkampf besonders stark gemacht haben, dort stark zu verankern im Koalitionsvertrag. Es gab ja einen Landesparteitag in Berlin. Susanne war auch zu Gast da gewesen. Es gab einen Landesparteitag, wo der Koalitionsvertrag ja auch in aller Offenheit und durchaus mit einer kritischen Reflexion auch diskutiert wurde. Und jetzt haben ja bis zum 17.12. die Mitglieder das Wort in Berlin. Also der Bundesparteitag hat ja
Der Landesparteitag hat ja da auf ein Votum verzichtet. Die Mitglieder haben in einer Mitgliederentscheid das Wort. Und ich sage mal so, ich finde, alleine das ist doch schon eine Stärke der Partei Die Linke, dass es eben bei uns wirklich die Mitglieder, die den Wahlkampf geführt haben, die das Programm diskutiert haben, also dass die Mitglieder das Wort haben und darüber entscheiden, ob das jetzt eine tragfähige Grundlage ist oder nicht. Also von daher will ich gar nicht bei der Dimension schlimm oder nicht schlimm, sondern ich finde, es ist eine sinnvolle demokratisches Vorgehen, das der Landesverband Berlin da gewählt hat, nämlich einen Sonderparteitag, wo man wirklich auch in aller Offenheit und mit aller Kritik und mit aller Zustimmung die Positionen austauscht und jetzt den Mitgliederentscheid. Ja, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Beim letzten Mal gab es, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Zustimmung, ich glaube von fast 90%. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Also das, ich finde, Respekt vor den Mitgliedern ist, dass, es gibt einen Mitgliederentscheid und ja. Herr Jahn, bitte. Beim Überlegen über das Kompasspapier ist mir nochmal klar geworden, eben, dass ich eine längere Passage über den Osten darin eigentlich nicht gefunden habe. Doch. Doch. Also der Osten ist ausdrücklich formuliert. Eben deswegen, weil man natürlich auch von der Situation im Osten lernen kann und auch der Osten 30 Jahre nach der Wende nicht mehr der gleiche Osten ist wie vor 20 oder 15 oder 30 Jahren. Und natürlich für uns als Linke, auch weil die Quellpartei PDS ja durchaus sehr stark im Osten war, nach wie vor eine sehr große Rolle spielt und wir auch im Osten drei Regierungsländer stellen. Die Geschichte hier auf Seite 8 sehe ich, aber sozusagen eher als sozusagen Ort der Verwurzelung, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht so sehr als Ort der politischen Gestaltung. Nein, also ich würde sagen, das ist ja sehr deutlich impliziert. Dass, also ich meine, ich komme ja aus dem Osten und ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich meine, wir gestalten in drei Bundesländern, im Moment ist es ja Berlin noch, ich gehe auch davon aus, dass wir in Berlin weitermachen, in drei Bundesländern im Osten gestalten wir Politik von vorn aus Regierungsbeteiligung. Wir haben, also wenn man jetzt Berlin als Osten zählt, wir haben gleichzeitig in jedem ostdeutschen Bundesland eine Fraktion und natürlich beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren, wie wir wieder bedeutender und umfangreicher Politik auch im Osten machen können. Und dass sich der Osten verändert, jetzt auch 30 Jahre nach der Wende, dass es nicht mehr nur um die Verheerungen durch die Treuhand, durch soziale Benachteiligung geht, das ist so. Und dass wir auch an diesem Punkt die Frage stellen müssen, was ist eigentlich eine neue ostdeutsche Politik für die Linke? Wie kann man das gestalten? Was ist daran emanzipatorisch? Was ist in dem Punkt auch eigensinnig? Was bedeutet es für uns tatsächlich auch selbst als Partei Die Linke, nicht nur zu sagen, wir wollen eine eigensinnige Politik im Osten und die eigene Aufstellung und nicht den Nachbau West? Was bedeutet das eigentlich auch für uns als Linke? Also insofern ist da, finde ich, schon viel drin. Herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich möchte noch gerne eine Information loswerden. Es wird in der kommenden Woche keine Pressekonferenz geben, sondern ein Pressehintergrundgespräch, zu dem wir Sie noch gerne einladen werden. Und dann sehen wir uns in dieser Form im neuen Jahr wieder am 10. Januar, 13 Uhr, hier zur nächsten Pressekonferenz. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und haben Sie noch eine schöne Woche.